Ihre Botschaft ist laut und sie ist deutlich. Es gibt kein Recht auf grüne Baggerfahrt. Die Fridays for Future-Bewegung zieht durch Essen. Ihr Ziel, die Hauptversammlung von RWE. RWE muss abschalten. RWE muss sich auf den Kohleausstieg bis 2030 vorbereiten und Pläne vorlegen. Alles andere ist nicht kompatibel mit dem Paris-Abkommen und widerspricht jeglichem verantwortungsvollen unternehmerischen Handeln. Eine Nachricht, die auch RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz auf der Hauptversammlung nicht ignorieren kann. Fridays for Future hebt ein Thema deutlich hörbar auf die Tagesordnung und drückt es so ins Bewusstsein aller. Doch zum Fordern gehört auch das Machen. Dafür stehen wir bei RWE. Wir haben die Weichen in diese Richtung gestellt und dabei werden wir Visionen und Machbares im Auge behalten. Mit Machen meint der RWE-Chef unter anderem die Übernahme des Ökostromgeschäfts vom Rivalen E.ON. Doch noch gehört das Unternehmen zu den größten Klimasündern Europas. Im vergangenen Jahr produzierte RWE knapp die Hälfte seines Stroms in deutschen Kohlekraftwerken. Das stört immer mehr Anleger. Ich glaube, die Anleger haben ein Gefühl dafür entwickelt, worauf es ankommt. Es kommt nicht nur auf die Dividende an und den kurzfristigen Gewinn, sondern dass ein Konzern sich langfristig aufstellt, nachhaltiger wird, grün Strom produziert und nicht Braunkohlestrom. RWE will das schaffen und den Kohlekonzern zum Öko-Riesen umwandeln. Ein Versprechen, an dem sich Konzernchef Rolf-Martin Schmitz in Zukunft messen lassen muss.